spannendes Thema heute hier in Frankfurt beim Schadentalk, die Positionierung der Marktneulinge mit Norbert Domen, der jetzt hier schon neben mir steht, und Reude Lange, den wir gleich im Anschluss im Video-Interview haben werden, hatten wir die jungen Wilden auf der Bühne des Schadentalks. Herr Domen, welche Betriebe sprechen Sie eigentlich in erster Linie jetzt an? Also Sie sind ja gerade dabei, Ihr Netzwerk aufzufüllen. Ja, sind wir. Wir sprechen im Moment mit Betrieben aus Deutschland in erster Linie, weil wir auch internationale Aktivitäten haben, und zwar mit Karosserie- und Lackbetrieben, die von sich aus schon eine gute Marktpositionierung haben oder, um es kurz zu sagen, die gesund sind. Wir sind kein Sanierer. Okay, warum setzen Sie dabei eigentlich auf den Kauf von Betrieben? Also man könnte ja auch, es gibt ja auch andere Konzepte. Es gibt andere Konzepte, und am Ende des Tages haben diese Konzepte eins gemeinsam: sie versuchen, Betrieben zu helfen. Wir glauben aber, dass die Eigentümerschaft und damit auch die Verantwortung vom Tag 1 für das Geschäft, also wir sind dann der Unternehmer, Chancen hat, auf der anderen Seite aber auch bestimmte Tätigkeiten einfacher macht. Also wir haben jetzt gerade unser Lacksystem vereinheitlicht. Das können Sie sehr, sehr schwer in einem losen System machen, wie das ein Franchise-System ist. Dafür brauchen Sie einfach einen Durchgriff in die Betriebe. Wir tun das, um einfach die Profitabilität herzustellen, die wir brauchen, um gemeinsam einfach überlebensfähig zu sein. Verstanden. Das heißt, da geht es wirklich um Standards, um Vereinheitlichung, um am Ende schlanke Prozesse zu schaffen. Absolut. Absolut. Das ist das, was uns treibt, was tief in unserer Strategie dran steht, ist, Prozesse zu vereinheitlichen, damit Mitarbeiter austauschen zu können im Falle des Falles, Prozesse zu verschlanken und produktive Aufwände zu reduzieren. Das ist das, was uns treibt. Welche Voraussetzungen muss denn ein Partner jetzt konkret erfüllen, um bei Ihnen einzusteigen? Naja gut, ich hatte es gerade schon gesagt, er muss wirtschaftlich gesund sein, er muss eine gute Kundenbeziehung haben, er muss einen sehr, sehr guten Mitarbeiterstamm haben. Das sind diese Themen, wo wir darauf achten, weil am Ende des Tages ist das für uns elementar. Wenn wir das nicht haben, wir haben keine guten Mitarbeiter, wir haben vielleicht sogar eine hohe Fluktuation, dann sind wir nicht in der Lage, dem Betrieb zu helfen und ihn weiter erfolgreich zu machen. Okay, vielen Dank bis hierhin. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal bei Reude Lange von Fix Auto an. Bis gleich. Jetzt am Messestand von Fix Auto hier in Halle 11.1. Der Schadentalk ist vorbei, Herr de Lange. Im Interview mit Norbert Domen haben wir gerade schon ein bisschen was über das Konzept von IRS gehört. Fix Auto ist ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, Sie kaufen keine Betriebe, sondern setzen auf Franchise. Was ist da genau Ihr Ansatz und wie ist der Stand im Netzwerk? Genau, also grundsätzlich bauen wir auf die starke Zusammenarbeit mit dem lokalen Unternehmer. Also wir suchen Unternehmer, die zukunftsorientiert sind, über den Tellerrand hinausschauen und einfach sagen, wir müssen uns die Frage stellen, sind wir jetzt gut aufgestellt für die Zukunft oder brauchen wir vielleicht einen starken Partner, der uns unterstützt bei der Vermarktung, bei der Schadensteuerung, bei Prozesse, Systeme und so weiter, und wir würden ihn dabei unterstützen. Im Moment sind wir ganz stolz darauf, dass wir den ersten Vertrag unterschrieben haben mit unserem ersten Franchise-Nehmer. Es werden noch 4 oder 5 Folgen in diesem Jahr und danach bauen wir weiter aus. Kann man zu dem einen Partner jetzt schon was sagen? Wer ist das? Wir würden das nochmal für uns halten. Wir würden das gerne kommunizieren, dann, wenn der Partner auch wirklich dafür fertig ist. Es geht darum, dass wir dann auch den Partner so aufgebaut haben, sowohl von der Außen- als auch der Innendarstellung her, als von den Prozessen, und dann würden wir das gerne danach kommunizieren. Alles klar, dann berichten wir auf jeden Fall. Zweite Frage, was sind denn eigentlich so die wesentlichen Herausforderungen, die ein Partner erfüllen muss, um bei Ihnen im Netzwerk teilzuwerden? Für uns geht es um den Unternehmer. Also der Unternehmer muss glauben an so ein Konzept, der muss zukunftsorientiert sein, der muss auch bereit sein, sich zu ändern und ändern wollen. Danach geht es darum, dass es ein finanziell gesunder Betrieb ist und vor allem, dass der Partner auch einen guten Ruf hat, eine gute Position in seinem Netzwerk. Das sind für uns die wichtigsten Themen. Das sind aber auch Themen, die man über einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten über viele Gespräche einfach herausfinden sollte. Okay, das heißt, im nächsten Jahr kann man damit rechnen, dass weitere Betriebe folgen werden? Ja, auf jeden Fall.